Und herzlich willkommen hier zur Nerdgemeinde. Wir spielen World of Darksiders. Ja. Und wir gehen jetzt erstmal runter von diesem blöden Haus und da rechts sind diese zwei Wege rein, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ein tolles Stück von unserer Rüstung, die wir niemals zusammenkriegen werden. Tauchen wir unter. Sollen wir die hauen? Hauen, abschießen, irgendwas. Was ist so oben? Das kann man oben drüber hüpfen. Was hier so ein blödes Viech. Ich kann mein Ding nicht benutzen. Da jetzt halt rechts, dann kommst du oben hoch laut Karte. Schau, wie geil der schwimmen kann. Mit Leben. Es gibt alle nur noch mit Zorn. Das ist zum Kotzen. Gut. Was ist deine Schwimmfähigkeit? Daran kann man echt nicht meckern. Nee. Wenn man die ganze Zeit alt drückt. Hä, was ist denn das jetzt für ein Dick geworden? Ach so. 2. Solange das halt da drüben schwebt, können wir ihm halt sonst fast nichts machen. Was macht das Viech überhaupt? Kann es auch irgendein Damage machen? Wollte gerade sagen. Gerade eben kam da hinten im Hintergrund irgend so eine Flamme hoch oder sowas. Boah. Ist auch mal wieder ein netter Finisher. Auch wieder Zorn, ich krieg's gerade zu. Ich glaube, wir benutzen Zorn einfach viel zu wenig. Ja, ich glaube auch. Ich glaube nämlich, das ist was Lebens. Das ist ein Bruchstück, ja. Ich würde schon gerne ein bisschen Leben auch haben. Haben wir jetzt. Oh, nee, noch lange nicht. Nee, wir haben gerade das fertig. Aber wir kriegen trotzdem Endvieh. Stimmt, das macht ja beides, ja. Stimmt. Ja, schauen wir doch nochmal bitte nach kurz. Ja, nach kurz. Ah, warte mal. Hier steht ja. Wie bin ich jetzt denn? F1. Aber. Lass mal kurz. Ach, zwei Tode, 8-mal. Zurückgelegt, Distanz 55,85 Kilometer. Du vergaß das Dämonen, geil! Nein! Das ist nice. Ach, oh. Oh. Echt? Ja. Das ist natürlich nice. Gut zu wissen. Jetzt gehen wir nach oben. Diesen Weg da rechts entlang müssen wir auf jeden Fall mal gehen noch. Jetzt können wir mal okay, hier unten gibt's nichts mehr. Und da müssen wir halt noch oben diesen Weg mal entlang gehen, den rechten. Ja. Das sind wir nämlich gar nicht. Ja. Zornfähigkeit. Klingt als ihr. Ja, cool. Kannst du mir sagen, wie das funktioniert? Ach so, der war das. Wie war das mit 2 oder so? Nee. Was war das? Probier halt einfach mal die 1, 2, 3, 4 aus. Ah. Und ein Zorn weg. Yay! Okay, das ist aber entkompliziert. Er drückt schon auf Caps Lock. Caps Lock hasse ich, wenn es eine Taste ist, weil danach immer deine ganze Tastatur verstellt ist. Also, wie lang? Da müssen wir jetzt rechts. Also würde ich sagen, wir gehen geradeaus erstmal. Aufgrund der Rüstungswillen, die wir niemals kriegen werden. Das ist so ein fettes Vieh. Das bringt uns bestimmt Zorn. Ja, wehe, Mann. Ich will ja nicht leben. Ich glaube, durch Zorn regeneriert sich auch unsere Superform. Stimmt, das sehe ich auch gerade. Oder durch Schlagen. Ja, das ist die Frage. Durch Schlagen. Nee, jetzt haben wir wieder beides bekommen. Doch, das war gerade durch Schlagen, oder? Ja, Schlagen ist es. Also Schlagen, sicher. Ja. Okay, ja, gut, dann haben sie wahrscheinlich... Ich glaube, Time dann gar nicht, glaube ich, gell?
Dadurch haben sie es gemacht, dass man nicht immer einfach warten kann, bis die wieder kommen. Na, stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Also hier war sonst. Hier muss doch irgendwas Tolles gewesen sein. Ne? Ich sehe auch nichts. Die Karte auch nicht. Ja, ein paar Gegner und Wutform wieder voll. Was? Achso. Und so, weiß ich nicht. Für sowas können wir natürlich Gegner jetzt benutzen. Hier lang, ne? Unten geht's nirgendwo lang, oder? Sieht hier höchst unsympathisch aus. Ja, super. Wir haben unsere Superform. Und einsetzen. Ja, die sind so stark, du. Gegen die lohnt sich's echt. Ja. Wie, hier ist auch wieder. Kann doch nicht sein. Verstehe ich jetzt auch nicht. Toll. Mach mal Karte. Vielleicht machen die es echt wegen dem Wut-Ding. Mach mal Karte. Wie kommen wir hier? Ah, da auf den anderen Weg kommen müssen wir jetzt da geradeaus. Okay. Also wohin jetzt? Geradeaus erstmal. Hier lang, diesen, hier lang dann, oder? Ja, diesen hellen Weg. Den da. Ja, das hier haben wir auch noch nicht. Doch, das haben wir schon. Echt? Das war, wo wir die erste Rüstung gefunden haben. Aber da müssen wir danach links, um da hinzukommen. Okay, sehr gerne. Da lang? Ja, genau. Das ist genauso wie am Land, wenn man dann die Zeit so macht. Ach, da müssen wir jetzt wieder tröten. Ja, aber da würde ich sagen, gehen wir erstmal noch nicht. Da kommen wir aber nicht lang, oder? Nee. Das ist ja auf andere Seite. Da. Ach so, da. Ach so, sehr wahrscheinlich stellt der uns eh wieder so eine Bedingung, dieser Typ, den wir tröten müssen. Der hat uns so bis jetzt immer so Bedingungen gestellt, was wir erst machen müssen, um ihn durchzulassen. Vielleicht kommt dann da was an diesen ganzen Stellen, wo wir waren. Ja, das kann natürlich sein. Jetzt gehen wir halt im Prinzip eigentlich nur zurück. Ja, hier ist auch nichts. Da ist gerade irgendwas runtergeflogen. Bisschen Zorn ist hier. Du kannst die jetzt mal one-hitten, richtig? Also mit dem hier. Wir brauchen ja Zorn. Der schlägt immer zuerst die Füße ab und dann. Ja. Was ist das denn? Irgendwas ziemlich Cooles. Ich will das haben. Wir hätten das ist auch noch was. Wir hätten uns irgendwie die Häuser genauer anschauen sollen. Was. Naja, gehen wir mal weiter. Kommt man denn da hoch? Ja, warte. Man da hoch und dann da runter fliegen oder wie? Waren wir da unten schon? Komm ich denn wieder hier hoch? Das glaube ich nicht. Bleib mal oben erstmal. Lauf erstmal bis zum Ende und dann können wir uns hier umschauen. Zum Glück gehen wir zurück. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Mhm. Hier kamen wir rein, da oben steht ein Bus. Ja, dann würde ich sagen, verziehen wir uns. Ich würde sagen, wir suchen erstmal hier ab die Weg. Den Weg, vielleicht kommen wir da irgendwo rüber. Die Weg, genau. Die Weg da. So, jetzt wird gleich rechts was angezeigt. Ah. Lauf außen rum. Geht außen rum Weg. Eine Lebenstruhe. Komisch. Vulcan? Was ist das hier? Ah. Sehr gut. Was hast du jetzt gekauft? Verkauft. Vulcan hat etwas Neues für dich. Ach so. Ach so. Na gut. Das kostet aber ewig viel. Ja, 15 Uhr. Also nichts kaufen, oder? Ich glaube eher nicht. Erstmal. So. Was ist denn da rechts? Das ist auch wieder so. Achso, das ist die Vulgrim-Position. Wie kommt man da rüber? Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen?
Und auf jeden Fall machen kannst du es links. Kann man da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Darüber kommst du nicht, brauchst gar nicht versuchen. Muss doch irgendwie gehen. Vielleicht wenn ich einfach drüber fliege, dass der mich dann hochzieht oder so. Weißt du, ich würde einfach mal nach da hinten gehen und da hinten diesen Gang runter probieren und dann kannst du es ja runter probieren. Dann fällst du im Zweifelsfall runter und kannst eh nach vorne schwimmen und mit den Typen tröten. Komm ich da nicht wieder hoch? Das weiß ich nicht. Also jetzt runter? Ja, ich würde sagen. Fuck, jetzt sind wir hier. Eine von diesen Stellen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wo nichts war. Dann gehen wir jetzt mal zum Tröter. Zum Tröter. Mein Fuß ist eingeschlafen. Wir haben ja Zeit. Schwimmen wir langsam. Stirb nicht. Und tröten. Ich dachte schon, jetzt passiert nichts. Lassen läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Jetzt sehen wir wieder in der anderen Sicht, gell? Ja, jetzt sind wir wieder in dieser... Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ja, man sieht sie auf der Map. Ja, ich muss zugeben, dass man sie auf der Map sieht, macht die ganze Sache irgendwie einfacher. Geht nur von unten, oder? Ja, schau, jetzt das muss man da rein. In diese. Ja, da, wo diese Spinnennetze vorher waren. Oder Trampoline, was ist das? Ja, genau. Trampoline? Das sah aus wie Trampoline. Was zerstört er denn hier? 14.000 Liter Dämonenblut, geil. 14.000 Liter Dämonenblut, ja. Ja, hey, kommt. Zählen Engel auch als Dämonenblut? Wahrscheinlich. Weil die haben ja auch schon einige auf dem Gewissen. Ja. Es ist ja eh cool, dass man hier gegen Hölle und Himmel kämpft. Linke Alt-Taste, stand hin. Okay, töten Sie fünf hin. Ach, wir müssen sie jetzt so töten. Ah, ja. Danke. Alter. Linke Alt-Taste. Ja, hab ich doch. Das ist doch die da. Nein, das zählt nicht. Ja, dann sag mir das doch nochmal. Kurz bevor er schlägt, linke Alter. Ja, hab ich. Da, ich hab die gedrückt. Da, geblockt. Oder zählt das nicht als Block? Du sollst ihn nicht blocken, sondern irgendwie diesen Konterangriff machen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie er geht. Ich check's nicht. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich muss sie länger gedrückt halten. Ich hab sie immer nur kurz angeklickt. Das ist ja end einfach. Zählt das jetzt schon? Wie hin denn? Das muss man sich merken. Ich glaube, das ist end nice. Eigentlich ganz witzig, ja. So, jetzt entwickelt sich das Spiel zu Assassin's Creed. Cool. Muss man machen. Cool. Ich glaube. Ah, okay. Ah, ich muss schon ein bisschen kurz vorher, aber. Noch einen.
Das ist sehr wahrscheinlich, machen sie diese Teile nur, damit man das mal lernt. Ja klar, deswegen, das haben sie immer gemacht. So. Ja, der soll mich schlagen. Aua. Ach scheiße. Hättest du den anderen auch zurückgeworfen, hättest du ihn schon dreimal umgebracht. Ja. Das hat ja ewig gedauert. Bin trotzdem Endvieh. Wir hätten noch 2700, oder? Ja. Und jetzt haben wir? 4600. Oh. Ausgezeichnet. Das bringt bestimmt auch wieder einige Liter Dämonenblut. Leben. Perfekt. Jawoll. Jawoll. Dies war es doch wert. Ja, würde ich sagen, wir upgraden mal den Blockangriff beim nächsten Mal. Voll gut. Ja. Wenn man ihn jetzt kennt. Ich schau jetzt mal da rechts rüber. Kann man jetzt vielleicht... Ja, jetzt kann man erstmal ins Haus rein da. Vielleicht kann man jetzt in dieser Schattenwelt da irgendwie rüber. Mhm. Weil ich diese Schattenwelt immer noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich sagen. Er kann einfach so aus dem Wasser mal hochspringen. Kannst du es nicht? Oh, klar. Und ich würde sagen, nach der Sequenz machen wir dann wieder einen Cut. Stimmt, ja, mindestens. Ah, jetzt geht nicht, oder? Nee, jetzt. Doch, jetzt machen wir noch. Machen wir doch, jetzt passt. Ja, okay. Okay, dann machen wir jetzt. Tschüss.